Management. Ich habe schon von einem meiner Bekannten, hatte ich mal gesagt bekommen, hier hin und her macht Taschen leer. Das ist eine, ja, muss ich sagen, ich habe das in meiner Trader-Karriere auch schon oft genug persönlich auch erlebt. Das Hin und Her macht wirklich Taschen leer und am Ende läuft der Markt genau in die Richtung, wo wir es hinhaben wollen. Und an dieser Stelle hilft uns Trader ein kluges und an uns selbst angepasstes Money Management, das Ganze entsprechend entspannt auch anzugehen. Wir gehen jetzt hier mal auch in den edukativen Teil rein, auch mit einem praktischen Beispiel. Vorab natürlich der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. In dem Sinne riskieren Sie Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Schauen wir auf die Agenda. Was besprechen wir? Wir schauen einfach mal, was steckt denn in diesem Hin und Her, weil das Hin und Her macht ja nicht klassisch der Markt, sondern für das Hin und Her sind ja am Ende wir Trader verantwortlich, was wir aus den Märkten entsprechend herausmachen. Danach schauen wir auf das Thema Abhilfe dieses Hin und Her durch ein Money Management und dann schauen wir auf ein praktisches Beispiel hier im Euro-Austral-Dollar, den ich vor kurzem auch selber getradet habe und wo mir ein Händler, dem ich das Ganze auch gezeigt habe, wo der gesagt hat: Oh mein Gott, wie kannst du das nur aushalten? Ja, das sind halt Sachen, die haben jetzt nicht mit dem klassischen Risikomanagement was zu tun, sondern entsprechend auch mit dem Money Management. Und das beides in Kombination, das kann uns Händler dann dazu führen oder dazu bringen, dass wir ruhiger werden im Trading und dem Markt entsprechend natürlich auch die Ruhe oder dem Markt die Ruhe schenken, die er gebietet, weil wir können ihn ja nicht aufzwingen, dass er unseren Trade sofort in unsere Richtung bringt, sondern es braucht in Teilen einfach unsere Zeit. Das muss man wissen, das braucht Erfahrung und natürlich auch Marktkenntnisse, weil nicht jeder Markt tickt an dieser Stelle hier auch gleich. Schauen wir einfach mal, was hinter diesem Hin und Her steckt. Dieses Hin und Her, dieses unruhige Handeln, das trifft häufig junge Händler. Bei dem Punkto jung meine ich jetzt nicht das Alter, sondern wie ich das schon öfter auch erwähnt habe, das ist jung, bezieht sich hier in diesem Moment auf das Thema der Handelserfahrung, ja. Trading, wie jeder andere Beruf, auch braucht Erfahrung, um entsprechende Kompetenzen aufzubauen. Ja, da geht es nicht nur um Fachwissen. Das haben viele, sehr, sehr viele junge Händler haben sehr, sehr hohes Fachwissen, aber es fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung. Ne? Das ist so ähnlich wie ein Student, der gerade mit dem besten Wissen von der Uni kommt. Der hat halt in seinem normalen Beruf, wo jemand schon 10, 15 Jahre arbeitet, zwar vielleicht ein besseres Wissen als der mit viel, viel Berufserfahrung, aber ihm fehlt einfach die Berufserfahrung. Und das ist auch das Gleiche hier bei uns im Trading. Das heißt, wir brauchen als Händler sozusagen ausgereifte Strategien für das Trading. Und dazu natürlich die entsprechende Markterfahrung. Und das ist das, was den unruhigen Händlern häufig noch fehlt. Die Strategien sind noch nicht ausgereift. Mit ausgereift meine ich an dieser Stelle, die können zwar bei anderen Händlern funktionieren, aber bei dem Händler, der sie anwenden möchte, nicht ganz so. Und das liegt einfach drauf oder an dem Punkt, weil zu einer Strategie kommen immer noch andere Tatsachen dazu, dass diese Strategie beispielsweise auch durchgehalten werden kann. Ja? Emotionale Stärke beispielsweise und Disziplin, das sind so wichtige Punkte, die bringt einfach die Erfahrung an den Märkten mit. Und deswegen ist das Thema Markterfahrung hier wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und bei Händlern, wo die Strategie noch nicht ganz so ausgereift ist und die Markterfahrung noch weiter ausbaubar ist, ist es so, dass unerwartete Schwankungen ganz, ganz plötzlich Unruhe in den Handel bringen. Ne? Man merkt das aus eigener Sicht auch, wenn der Trade einfach nur nach dem Trigger in die richtige Richtung läuft, dann ist man emotional gelassen, man freut sich, der ein oder andere wird auch euphorisch, bringt das Ganze in die Medien, das sehen wir ja auch immer auf Facebook, was dann an Strategien und tollen Trades getradet wird, das ist wirklich richtig schön, dann passt alles, alles easy, cool. Aber in dem Moment, in dem der Markt nicht mehr das macht, was man erwartet, dann kommen halt erste Zweifel auf, dann kommt die Unruhe rein, dann überlegt der Händler: Ah, was soll ich denn machen? Bleibe ich drin? Bleibe ich nicht drin? Da kommt Unruhe rein und dann haben wir plötzlich das Thema Angst. Ja? Dann kommt die Angst, dann kommt die Verlustangst, dann kommen Selbstzweifel, Zweifel am Markt, ob das alles so richtig ist. Das führt dann sozusagen zu, ja, der Situation, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? Dass die Angst, die plötzlich reinkommt, den Trade negativ beeinflusst. Ne? Obwohl der am Ende reinläuft in die Gewinnzone, ist der Händler nicht dabei.
Ich hatte auch einen Händler betreut, der sagt sich, ich trade den Händler jetzt. Da stand man bei Euro, US-Dollar, stand man bei ungefähr 1,10. Vorher stand man im Tief bei 1, unter 1,4 standen wir. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Sagt er, ich trade jetzt den Euro-Dollar auf die Parität. Jupp, bei 1,10 hat er die Position dann geschlossen. Böse Falle. Also, es ist halt immer so. Es fehlt dann die Erfahrung, dann gibt es Verlustangst, Strategien werden nicht mehr eingehalten und das führt dann entsprechend dazu, dass man aus diesen mangelnden Erfahrungen, aus diesen angstgeprägten Trades am Anfang entweder eine zu enge Grundabsicherung für den Trading-Zeitrahmen wählt. Das heißt, je länger man dem Trade Zeit gibt, je größer kann auch die Verlustabsicherung weg sein. Oder aber die Strategie läuft, ja, alles ist eigentlich wirklich in einem sehr, sehr guten Rahmen. Aber durch die negativen, sage ich mal, Impact, durch die Angst, greift der Händler diskretionär in die laufende Strategie ein und beendet den Trade. Und das sind halt einfach Sachen, die führen dann zu diesem Hin und Her. Das führt dann dazu, man hat den Trade beendet und sagt sich, ah, so ein Mist, jetzt läuft er ja doch in meine Richtung. Dann wird nochmal ein weiterer Einstieg gesucht, in der Hoffnung, dass es dann doch nach unten geht. Das sind dann sozusagen die Hoffnungstrades und das bringt uns dann entsprechend dazu, dass der Markt vielleicht doch ja, angepackt wird und dann am Ende aber nochmal gegen uns läuft und dann gehen wir wieder raus und das sind so dieses Hin und Her und damit schiebt sich der Markt immer weiter runter oder hoch in die Richtung, wo man hin will und der Händler, der springt immer mal wieder auf diesen Zug auf, aber geht aus diesen Aufsprüngen häufig auch immer wieder im Minus raus und das bringt uns dann dazu, dass am Ende der Markt zwar genau dorthin läuft, wo wir hinwollen, aber der Händler hat keinen Cent verdient, hat vielleicht noch einbezahlt. Das steckt hinter diesem Hin und Her und das ist etwas, das kennt, glaube ich, jeder, gerade aus dem Beginn entsprechend der Handelserfahrung. Das sind normale Sachen und die von Ihnen, die da drinnen stecken, überlegen Sie da wirklich die Sachen, die ich jetzt hier auch erzähle, denken Sie ganz in Ruhe drüber nach und erarbeiten Sie mal einen Plan. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein, wie das Ganze als Plan gemacht werden kann. Das heißt hier, greifen wir einfach mal in das klassische Money Management ein. Ich hole mal ganz kurz ein Zeichenprogramm noch rüber, um Ihnen das Ganze mal zu zeigen. Das heißt, hier greifen ja sozusagen Risikomanagement und Geldmanagement ineinander. Ja, das heißt, ich mache jetzt mal ein klassisches Beispiel. Wir haben schön hier einen Aufwärtstrend am Laufen. Ich nehme jetzt mal einen Aufwärtstrend, weil das für die meisten Händler am schönsten oder am besten zu traden sind. So, jetzt haben wir hier die Situation einer, sage ich mal, schönen tiefen Korrektur. Und der Markt, der dreht hier unten rum und wir bekommen hier an dieser Stelle sozusagen unser Kaufsignal. Ne? Hier wollen wir rein. An dem Punkt ist für den Händler sozusagen alles klar. Alles schick, alles fein. Hier, da weiß der Händler, aha, wenn wir jetzt hier oben drüber weiterlaufen, dann gehe ich rein in meine Position. Und der Händler sagt sich auch, gut, wir haben jetzt hier eine tiefe Korrektur. Was möchte ich handeln? Ich will diesen Trend hier handeln, diesen hier, diesen großen Trend, den möchte ich traden. Der läuft nach oben. Hier habe ich das Ziel meiner Bewegung. Wenn dieser Trend sich fortsetzt, läuft er ja auf alle Fälle mal hier oben ran. Und der Händler sagt an der Stelle auch gut, okay, wenn er schon weit genug diesen Blick dafür hat, der sagt sich, wenn wir hier unten drunter fallen, dann ist Feierabend. Dann muss ich raus aus dem Trade. Da kann der Händler dem Markt entsprechend das geben. Der Trend ist nicht mehr vorhanden. Alles passt. Alles ist schick. So, das ist mal klassisches Risikomanagement. Und an der Stelle möchte ich mal noch auf einen kleinen Fakt eingehen, der immer, immer wieder passiert. Und zwar die ganz, sag ich mal, nervösen Händler, die sagen sich, ich will mich so eng wie möglich absichern. Das heißt, ich lege meinen Stopp jetzt nicht hier unten hin, wo der Trend bricht, sondern hier. Ich will da unten drunter, da will ich nicht mehr dabei sein, weil da laufen wir ja hier drunter, da setzt sich ja die Korrektur noch ein Stück weit fort. Da stelle ich mir jetzt Ihnen einfach mal die Frage, die das hier sehen, macht das jetzt wirklich einen Unterschied, ob hier oder hier? Ich meine, wir sind jetzt kurz vorm Trendbruch. Das sind die besten Trades, häufig die besten Trades mit dem kleinsten Risiko und dem höchsten Ertrag, der höchsten Ertragsmöglichkeit. Und da stellt sich jetzt hier für mich als jemand, der sowas schon oft genug gemacht hat, in diesen Situationen oft genug auf die Nase bekommen hat und daraus gelernt hat, dass man dem Markt einfach etwas Schwankungsbreite geben muss. Da stelle ich mir halt die Frage, muss das denn sein, dass ich mich so eng absichere, wo ich sagen kann, okay, wenn der Trend bricht, dann bin ich sowieso raus. Und ob ich jetzt hier rausfliege oder hier rausfliege, das macht monetär keinen großen Unterschied mehr. Aber
Wenn ich mich hier drunter absichere, dann gebe ich dem Markt die Chance, nochmal einen kleinen Zucker zu machen und dann nach oben zu laufen. Und da überlege ich als Händler halt für mich, ist es mir das wert? Und in den meisten Fällen sage ich, das ist es mir wert. Deswegen liegt mein Stopp jetzt nicht hier, sondern mein Stopp liegt jetzt hier unten. Ne? Das wäre anders, wenn wir hier oben wären. Da würde ich natürlich den Stopp nicht hier unten hinsetzen. Da würde ich mich viel enger absichern. Aber hier unten, da gebe ich dem Markt einfach die Chance, diesen Trend zu halten und mir zu sagen, ja, ich gehe nicht hier drunter, ich laufe hoch oder ich breche, dann bin ich sowieso raus, aus die Maus. Ja, und das ist die Chance, die ich dem Markt hier gebe, das Ganze auch offen zu halten. Also das ist mal das klassische Thema Risikomanagement, wo man einen Trade einfach aus technischer Stoppsicht absichert. In dem Moment im Bruch des Trends sozusagen. Das ist die eine Seite. Das ist das Money Management, das Risikomanagement. Und soweit ist für viele Händler in der Regel auch immer alles klar. So, das heißt jetzt hier an dieser Stelle steht beispielsweise ein Wert, wo man sagt, okay, was weiß ich, ich sag mal ein Beispiel im DAX, sind das jetzt hier, klassisches Beispiel, ich sag einfach mal, das sind 50 Punkte. So. In Bezug auf den DAX im Rahmen, schöne, enge Absicherung, alles schick. Und jetzt kommt das Aber. Die 50 Punkte haben ja auch einen monetären Wert. Ja? Und wenn die 50 Punkte, der monetäre Wert, ja, wenn das jetzt in DAX-ETFs ist, der 1:1 abbildet, sind das sozusagen 50 Euro. So. Ist gleich 50 Euro in diesem Fall. Passt. Alles schick, haben wir da, können wir machen. So. Alles gut. Jetzt kommt der Punkt, an dem der Händler hier im Chart sagt, alles schick, passt, mache ich. Drückt auf den Knopf. Dann ist die Position im Portfolio, vielleicht mit ein, zwei oder drei Kontrakten, je nachdem, wie es ist. Und dann merkt der Händler plötzlich, das Konto wird kleiner. Das heißt, da kommt ein Unruhefaktor rein. Und dieser Unruhefaktor, ich weiß nicht, wer den Vogt gelesen hat, ich glaube, der Vogt sagt das als Rumrutschfaktor, man wird nervös auf dem Stuhl, man rutscht wirklich auf dem Stuhl hin und her, man überlegt, man hat permanent die Maus, die Hand an der Maus und möchte jederzeit in den Trade eingreifen. Das heißt, man wird von nicht mehr von der Strategie geleitet, sondern der Händler wird massiv unruhig, weil es einfach gegen uns läuft. Das heißt, hier kommt es auf das Money Management an. Und da ist jetzt wirklich die Sache, dass gerade junge Händler, an den Stellen sage ich, da spielt es erstmal nicht die Rolle, dass man die großen Gewinne macht, sondern da spielt es erstmal die Rolle, dass man überhaupt Gewinne macht. Und da stelle ich mir jetzt hier die Frage, wenn Sie als Händler hier an dieser Stelle bei der Marke von 50 Euro schon unruhig werden, müssten Sie dann diesen Trade machen, ja oder nein? Aus technischer Sicht, aus Signalsicht, ja, als Händler, Sie müssen diesen Trade machen, weil es ist Ihr Signal und wenn Sie handeln wollen, müssen Sie diesen Trade auch machen. Das ist meine Meinung, das sage ich auch all meinen Klienten in der Ausbildung oder in meinen Webinaren oder Seminaren, die ich als Ausbildungsteil gebe. Das muss einfach gemacht werden, Punkt. Da kann man nichts gegen sagen. Aber das ist das technische Signal, was wir traden müssen. Es sagt uns aber keiner, mit welcher Positionsgröße wir das traden müssen. Und das ist etwas, das können Sie als Ihr Selbstbewusstsein fördernde Maßnahme nutzen. Sie traden einfach einen kleineren Wert. Ne? Wenn Sie sich das Ganze mal anschauen, dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Sie haben ja die Möglichkeit, hier oben jederzeit zu sagen, gehen wir mal kurz hier, das ist der Dow, sehe genau. Sie können ja sagen, was Sie traden wollen, wie viele Stücken Sie traden wollen. Ja? Und da traden Sie halt einfach eine kleinere Anzahl. Ich meine, gut, wenn die 50 Punkte oder die 50 Euro jetzt für Sie zu groß sind, dann dürfen Sie das definitiv nicht traden. Ja? Aber wenn Sie die Möglichkeit haben zu sagen, zum Beispiel, Sie haben ein Risikomanagement von 1, 2 oder 300 Euro, dann können Sie ja die Positionsgröße hier ohne weiteres nach oben oder nach unten stellen und das Ganze anpassen und dann entsprechend die Position kleiner machen. Und damit sage ich Ihnen an dieser Stelle, da können Sie trotzdem gutes Geld verdienen im Money Management, wenn die Trades gut anlaufen und dann einfach die Schuhgröße anpassend machen. Weil viele arbeiten gerade am Anfang mit zu großen Positionen. Und das ist wichtig, dass Sie sich immer auch bewusst werden, wie viel Geld bewegen Sie denn? Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen DAX-ETF traden, CFD traden, dann hat der DAX bei einem Wert von 12.000 Punkten, wo ein Punkt 1 Euro ist, einen Wert, dieser CFD hat dann einen Wert von 12.000 Punkten, beziehungsweise 12.000 Euro. Und wenn Sie ein Depot von 5.000 Euro haben und 12.000 Euro bewegen, dann müssen Sie halt genau wissen, wie Sie mit diesen Hebeln umgehen. Und die Hebeln können wirklich sehr, sehr gut für Sie arbeiten,
wenn ihr Money Management auch wirklich passt. Das heißt, die Arbeit mit einem CFD eingebunden durch diese Hebel in ein gutes Portfolio kann wirklich sehr, sehr gut genutzt werden, um die Erträge auch nach oben zu bringen. Das ist ganz wichtig. Aber Money Management darf auf keinen Fall entsprechend hier missachtet werden. Das heißt, wir schauen mal, wozu ist denn das Money Management da? Das Money Management hat zwei sehr, sehr wichtige Aufgaben. Das heißt zum einen die Sicherung Ihres Handelskapitals, weil ohne Ihr Handelskapital können Sie nicht mehr traden. Als zweiten Punkt unterstützt das Money Management auch die, sage ich mal, Gestaltung von einem chancenorientierten Portfolio. Das heißt, durch die Positionsgrößenbestimmung, die losgelöst vom Stop-Management ist, haben Sie die Möglichkeit, sozusagen jedem Trade den Raum zu geben, den er braucht. Ja? Und das heißt an dieser Stelle, dass Sie zwar sagen können, Sie haben jetzt vielleicht einen etwas weiteren Stopp, weil Sie auch etwas länger in dem Markt drin bleiben wollen, aber den weiten Stopp können Sie dem Markt geben, aber Sie machen die Positionsgröße kleiner. Das heißt, dass der Risikobetrag, den Sie dann echt im Portfolio haben, angepasst wird an, sag ich mal, Ihre eigene mentale Stärke, sodass Sie dann auch wirklich immer die Möglichkeit haben, ganz entspannt neben dem Trade zu sitzen und die Strategie auch durchzustehen, um den Markt entscheiden zu lassen, wann es wie wohin geht. Ja? Und mit dieser Strategie können Sie sozusagen die Gestaltung eines risikooptimierten Portfolios umgehen. Damit meine ich, viele Trader versuchen ja Chancen bzw. Risiken im Portfolio abzusichern. Also in meinem Trading spielt die Portfoliogestaltung die Rolle, dass ich versuche, so viele Chancen wie möglich ins Portfolio reinzunehmen. Die andere Seite der Portfoliogestaltung ist die, dass man einfach miteinander Dinge korrigiert oder im Portfolio miteinander kombiniert, wo wir als Händler sagen können, okay, wenn der eine Wert fällt, könnte der andere Wert steigen und somit die Wertschwankung etwas glätten. Das sind zwei verschiedene Strategien. Und das, was ich hier mit diesem Money Management auch vorgestellt habe, das lässt sich wirklich sehr gut dazu umsetzen, dass man sagt, okay, man gestaltet das Portfolio jetzt nicht aus Risikogesichtspunkten, sondern aus Chancengesichtspunkten. Das kann man mit einer solchen Strategie entsprechend hier auch mit umsetzen. Schauen wir jetzt mal auf das Thema mit der Sicherung des Handelskapitals. Das heißt hier, das Money Management sagt nach dem klassischen Risikomanagement, was ich Ihnen auch auf der Folie gezeigt hatte, beziehungsweise im Zeichenprogramm gerade aufgezeichnet habe, nachdem Sie das klassische Risikomanagement gemacht haben, kommt hier die Ergänzung durch die Positionsgröße, die Sie traden. Ne? Weil das, was Sie hier vorher gemacht haben, sozusagen im Zeichenprogramm, was ich hier gezeichnet habe, wo Sie Ihr Setup ausgearbeitet haben, das ist nur die Strategie, was Sie traden wollen, also in welcher Art und Weise Sie den Trade umsetzen wollen. Das Money Management setzt im folgenden Punkt ein, nämlich dann, wenn es dazu kommt, wie viel Geld wollen Sie denn in diesen Markt oder in diesen Titel investieren. Das heißt, diese Strategie arbeitet mehr oder weniger losgelöst vom Stopp, was Sie ja aus der Chartanalyse rausgenommen haben. Das heißt, hier durch diese optional oder optimale Positionsgrößenbestimmung lässt sich hier eine, ich sage das Ganze, marktadaptive Gestaltung entsprechend für das Portfolio erreichen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das bringt Sie in die Situation, vielleicht auch mal über das Thema Pyramidierung nachzudenken. Das heißt, wenn wir beispielsweise hier einen Markt haben wie diesen hier, dass Sie mit einer am Anfang eher kleinen Positionen reingehen in den Markt und dann, wenn der Markt wirklich nach oben läuft, das heißt, wenn wir sehen, dass der Markt hier an dieser Stelle das Signal triggert und dann hier schön nach oben läuft und dann diese Schwünge macht, dann haben Sie doch als Händler, sagt Ihnen doch keiner, Sie dürfen jetzt nur die Grundposition erhalten, sondern Sie können sagen, nur gut, dann baue ich jetzt halt auf. Also immer dann, wenn wir hier Korrekturlevel sehen, können wir doch die Position nach oben hin ausbauen. Das heißt, wir gehen am Anfang, versuchen dem Markt, geben dem Markt die Chance, das Ganze zu drehen, fangen aus Money-Management-Gesichtspunkten mit einer kleinen Position an und dann, wenn der Markt tatsächlich hochläuft, dann wird die Position nach oben aufgebaut, ja. Sie gehen aus dem Risiko raus und schieben die Position nach oben und sind dann dazu in der Lage, mit der größtmöglichsten Position aus dem Trade im Gewinn rauszugehen. Auf der anderen Seite aber, wenn es gegen Sie läuft, dann laufen Sie mit der kleinstmöglichsten Position in den Verlust. Und das ist genau das, was das Money Management machen kann, hier die Position am Anfang sehr klein zu lassen und dann entsprechend das Ganze nach oben zu schieben, wenn es wirklich läuft. Und das sind die Sachen, die Sie ganz normal und ganz in aller Ruhe mit dem Money Management auch machen können. Und hier spielt sozusagen das Thema Pyramidierung
Pyramidalisierung oder Pyramidisierung, je nachdem, wie Sie es sehen wollen, eine sehr, sehr große Rolle. Und hier nochmal sozusagen das Thema etwas ergänzt, wo ich gesagt hatte, Unterstützung des chancenorientierten Portfolios. Sie arbeiten hier, wie ich das gerade gesagt habe, am Anfang mit verschiedenen Positionsgrößen und können dadurch, durch diese kleineren oder zumindest an ihre emotionale Lage angepasste Positionsgröße, emotional neutral arbeiten. Das heißt, Sie haben eine Initialsicherung, Sie sind neutral auf der emotionalen Ebene. Das heißt, Ihr persönlicher Geldfaktor, dieser Unruhefaktor, der wird überhaupt nicht angepackt, einfach weil die Emotionen sehr, sehr stabil sozusagen bleibt. Und das Ganze wird dann in den Ausbau getrieben, wenn die Position läuft. Oder es geht ins Ende, wenn die Strategie nicht läuft. Da hat der Markt halt gegen Sie entschieden, aber Sie sind Ihrer Strategie treu geblieben. Und das immer wieder getan, das ist etwas, da sammeln Sie Erfahrung, da lernen Sie den Markt, den Sie traden, sehr, sehr gut kennen. Und das bringt dann die Ruhe und, sage ich mal, die Demut und auch die Geduld, auf die Setups zu warten und dann den Setups getreu zu folgen und das Ganze Stück für Stück im Markt mitzunehmen und dem Markt entsprechend auch die Zeit zu geben, hier nach oben oder nach unten hin, je nachdem, wo Sie hinwollen, mit reinzulaufen. Also das Ganze passt an dieser Stelle. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Im Trading-Beispiel, praktisches Beispiel hier, Euro-Austral-Dollar. Ich hatte da vorhin auch gesagt, als ich mir den Chart entsprechend angeguckt habe, habe ich gesehen, Euro-Austral-Dollar, den betreue ich schon sehr, sehr, sehr lang mit diesem Markt, da weiß ich so, wie er tickt, dass wir sehr, sehr häufig hohe Läufe in ein oder andere Richtungen bekommen. Das sieht man aus der Historie heraus und dass er auch schöne, schöne Trends macht. So, und dann hatten wir hier oben sehen wir ja diese Marke hier, das haben wir gesehen, hier ist er schon mal reingelaufen früher und hat dann immer wieder nach unten abgedreht. Jetzt kam der Markt hier von sehr, sehr weit unten nach oben und jetzt sind wir wieder in die Situation gekommen, der Markt lief hier oben rauf und drehte immer wieder runter. Also hier haben wir es so rüber, runter. Und das habe ich gesehen und habe mir gesagt, okay, wir haben jetzt hier einen Widerstand. Und an diesem Widerstand hat der Markt schon sehr, sehr oft einfach nach unten rausgedreht. Das heißt, meine Grundidee im Handel war die gewesen, wenn wir hier nach diesem Schub nochmal oben reinlaufen, dann möchte ich eine Position eröffnen, die auf fallende Kurse setzt. Und als Zielbereich habe ich mir erst einmal gesagt, okay, wir haben jetzt hier an dieser Stelle den Aufwärtstrend, hier Schub nach oben, Korrektur, das war also der Bewegungstrend dieses großen übergeordneten Bilds hier. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, wenn das Teil jetzt korrigiert, dann wäre es ja nice, erst einmal hier unten in diesen Bereich reinzulaufen, also hier unten an diese Marke von etwas über oder um die 1,58. So, das war meine klassische Grundidee, die ich hier hatte. Gesagt, getan, der Markt lief nochmal hoch, hat mir sozusagen den Gefallen getan. Ich bin hier reingegangen. Punkt. Jetzt kommt einfach die Frage, wo hier oben? Hier oben in diesem Bereich war mein Entry. Hier unten mein Ziel. Also hier kann man schon mal sehen, das Thema Chance-Risiko-Verhältnis. Ich habe viel Platz nach unten. Und ich habe hier oben entsprechend eine kleine Risikoabsicherung. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach gesagt, okay, mein Szenario stirbt ja irgendwann, wenn der Markt hochläuft. Also das heißt, spätestens dann, wenn wir hier oben über diese Marke drüber laufen, ja, dann stirbt mein Setup. Heißt also, ich habe meinen Stopp oben drüber gesetzt, hier oben etwas Luft gelassen an dieser Stelle, um dem Markt etwas Raum zu geben, um mich nicht zu eng abzusichern. So. Und dann ist der Trade ins Laufen gekommen an dieser Stelle. Das war das jetzt hier. Sie sehen, wo der Markt hingegangen ist. Aber, und das ist der Punkt, und das ist das, wo mich der Händler gefragt hatte, wie kannst denn du das aushalten? Ich bin hier oben in diesem Bereich in die Position reingegangen, habe meine Risikoabsicherung gemacht und der Markt ist so weit nach unten gelaufen und ist dann nochmal komplett nach oben rausgegangen. Da kann man jetzt als sehr, sehr aktiver Händler sagen, pff, gut, wieso ist denn der hier unten nicht rausgegangen und oben einfach nochmal eingestiegen? Einfach aus zwei Gründen. Erstens mein Zeitmanagement. Ich hatte das ganze Teil auf Tagesbasis betreut und hatte auf dieser Seite überhaupt keine Chance, in diesem Zeitraum in den Trade einzugreifen. Das heißt, ich habe den mit Absicht auch so gestaltet, dass ich sage, ich muss dem Raum einfach die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.
Das war das eine. Das zweite, hier unten war mein Zielbereich. Das war für mich also alles weitestgehend in Ordnung. Und ich habe das in diesem Markt halt schon sehr, sehr oft erledigt oder beziehungsweise erlebt, dass er runterläuft, hochläuft und dann wieder runterläuft. Das war die Markterfahrung. Also das heißt, hier oben Money Management, die Position zu gestalten, dass alles wirklich sehr gut passt und dann dem Markt die Ruhe zu geben. So, wenn man sich diesen Markt jetzt einfach mal anschaut, früher wäre ich spätestens hier unten irgendwo rausgegangen, einfach weil der Markt wieder gegen mich gelaufen ist und diesen kleinen Aufwärtstrend hier kurz negiert hat. Aber er ist dann wieder rumgedreht. Hier bin ich rausgegangen, als der Markt unten reingelaufen ist. Guck mal, wo er heute steht. Hier unten. Ich habe natürlich war bei Weitem deutlich weniger mitgenommen, als ich hätte mitnehmen können. Aber strategisch gesehen habe ich halt gesagt, dort ist mein Ziel, da möchte ich rein. Ich gebe dem Markt einfach den Schwankungsraum, den ich hier hatte, und muss einfach dazu als Händler auch in der Lage sein, zu sagen, okay, ich muss dem Markt den Raum geben, weil wenn hier oben ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein tieferes Hoch kommt, so rum, dann hat der Markt die Chance, einen Abwärtstrend zu bilden. Jetzt haben wir diesen Trend nach unten laufen und da sehen wir halt jetzt hier, das Teil ist erstmal erledigt. Gibt es jetzt hier Korrektur? Kann ich wieder in den Markt einsteigen? Das sind so die aktiven Sachen. Und das ist etwas, als Händler, vor ein paar Jahren noch hätte ich im Leben nicht den Markt hier runter getradet nach diesem Rücklauf hier. Heute kann ich das. Gelernt habe ich das im Euro, US-Dollar, die Ruhe zu bekommen, einfach über die entsprechende Positionsgestaltung. Das heißt, einmal Risikoabsicherung aus dem Chart, zweites Mal Positionsgrößengestaltung. Und da sagt man halt, man kann einmal sein Geld im Chart über die Preisseite oder über die Zeitseite verdienen. Und bei diesen Trades ist es halt eher die Zeit, die hier für uns läuft und dem Markt die Zeit gibt und braucht und nimmt, hier nach unten an dieser Stelle zu laufen. Also das mal zu ein paar Informationen im Bereich des Money Management, das Thema hin und her macht Taschen leer, etwas rauszunehmen, und vielleicht den ein oder anderen einen Gedanken zu geben, wie dieses Thema entsprechend auch Einfluss in die eigene Gestaltung des eigenen Portfolios mitnehmen kann. Ich bedanke mich an der Stelle für Ihre Zeit hier im Webinar und wünsche Ihnen gute Trades.